Ausgabe von Wer weiß denn sowas? Mit bester Laune begrüßen wir Sie hier aus unserem Studio. In Hamburg sind wir. Und wir freuen uns über tolle Gäste, die natürlich auch heute wieder eine Beziehung zueinander haben. Und das werden wir Ihnen natürlich auch nicht vorenthalten. Smudo ist bei uns. Ja, ist dann auch mal wieder, ist ja auch mal wieder gut, es ist nur Smudo, ja? Das hat sich so ein bisschen eingewirkt. Du kriegst immer Applaus für zwei oder für vier, weil du ja so selten alleine mal irgendwo bist. Ja, das stimmt, aber sonst muss ich alles, was wir kriegen, teilen. Ja, das ist auch schön. Das ist in Ordnung. Heute ja. Auch. Ja. Nein, heute könnt ihr alles zusammenwerfen. Ja, genau, das geht natürlich dann auch. Dann wird es geteilt. Ja. Wer sagt denn überhaupt in deinem privateren Umfeld noch Michael zu dir? Niemand, das war aber auch schon vorher so. Das ist ein Spitzname, den ich schon vor der Band hatte. Eigentlich sagt nur Mama und Papa zu mir. Das wollte ich ja wissen, darauf zielt die Frage ab. Die sagen nach wie vor... Und mein Bruder. Ja, okay. Michael Bernd sagt aber gar keiner. Nein. Auch nicht, wenn es Michael Bernd, bitte wenn's kommen. Auch nicht, wenn es ernst wird. Auch nicht, wenn es ernst wird. Nein, nicht. Du bist seit vielen Jahren in der Jury bei den Coaches bei The Voice dabei. Ja. Ja, und daher rührt auch die Beziehung, die du mit unserem heutigen zweiten Gast hast. Alexander Eder. Ja. Aus Österreich kommt er. Erstmal euch beiden viel Spaß. Mono und Bernhard. Und Alexander Eder aus Österreich, herzlich willkommen. Ja. 2018, in der 8. Staffel warst du bei The Voice dabei, bist sofort natürlich aufgefallen, ob einer sehr, sehr tiefen Stimme. Ja, was, jo. Was kann man dazu sagen? Es war mega, mega cool und... das Sprungbrett und unglaublich cool, dass ich heute hier sein kann. Genau. Und du warst im Team von Smudo und Michi Beck. Ne? Von daher habt ihr euch natürlich gut kennengelernt, viel Zeit miteinander verbracht. Mittlerweile hast du natürlich auch eine eigene musikalische Karriere schon hingelegt. Ne? Erster Album gibt's, Schlagzeilen heißt es. Ja, und da warst du auch mit einem Song, Lauf mich frei, besonders erfolgreich. Ja. Ja, bist beim Wings for Life World Run aufgetreten. Der ist jetzt bald wieder, am 8. Mai. Mhm. Ja, bist wieder dabei? Läufst du auch selber? Bin wieder dabei, hab schon trainiert, hab einen Marathon geschafft und konnte zwei Tage nicht mehr gehen. Wahnsinn. Viel Erfolg euch beiden, Alexander Eder und Elton. Er ist auch schon mal einen Marathon gelaufen. Ne? Und was, ich könnte mir vorstellen, dass ich auch euch damit etwas Neues erzähle und Ihnen vielleicht auch. Wussten Sie eigentlich, dass in diesem Jahr erstmalig es in Amerika ein Pendant zum ESC, also zum European Song Contest gibt, den American Song Contest? Gibt es dieses Jahr erstmalig. Finale ist am 9. Mai. Wir werden das mal im Auge behalten. ESC. Ja, darf man staunen. Jetzt kommen wir zur Publikumsverteilung. 60 Zuschauerinnen und Zuschauer sind ja hier bei uns im Studio. Die anderen kommen übers virtuelle Publikum dazu. Hinter Smudo und Bernhard sind es 62 Zuschauerinnen und Zuschauer. Hinter Alexander Eder und Elton 46. So geht's jetzt rein in die heutige Sendung. Hier sind die 12 Kategorien. Hier ist die Wand. 12 Kategorien heute sind Sport, Supermarkt, Vive la France, Einspruch, tierisch, Baumarkt, Unterwasser, das Fragezeichen, damals total genial, Musiker und Mythen des Alltags. Das Team, das mehr Zuschauerinnen und Zuschauer hinter sich hat, darf die erste Kategorie auswählen. 500 Euro für jede richtige Antwort und ein Publikumsjoker für jedes Team. Und wir starten mit welcher Kategorie? Baumarkt? Ja, gerne. Ja, baust du? Ja, klar. Ja, super. Ich bin gerade umgezogen. Baumarkt ist mein drittes Zuhause jetzt. Ach, super. Na dann. Hast du auch ein Werkzeugraum? Werkzeug? Sondern den richtigen... Erste Frage. Nee, das aus der Kategorie Baumarkt kommt Werkzeug, sie. Ja. Ja, so wer Einwegschrauben verwendet, sollte beachten, dass diese nicht a. im Uhrzeigersinn angezogen werden können, b. geschraubt, sondern gehämmert werden oder c. mit einem handelsüblichen Schraubendreher gelöst werden können.
So, sie können nicht im Uhrzeigersinn angezogen werden. Das hieße, sie werden also auch nicht im Gegenuhrzeigersinn. Also Einweg bedeutet, sie gehen irgendwie rein und nicht mehr raus. Bums. Und damit hat sie es auch erklärt. Es ist eine Einbahnstraße, aber gleichzeitig auch kommen, also müssen sie irgendwie festmachen. Dann kann man sie nicht raus. Mit einem handelsüblichen Schraubendreher gelöst werden. Wenn man sie mit einem handelsüblichen Schraubenzieher gelöst. Es sei denn, es sind, du kannst sie lösen, aber dann sind sie kaputt. Die können dann nicht nochmal verwendet werden. Ja. Ich würde nur A ausschließen. Wenn A nicht ist, also wenn B ist, kann auch A nicht sein. Also dann ist. Ja. Und also wenn sie außerdem ist C auch so doof, sozusagen, so, ah, das kann es nicht sein, mäßig, dass das immer schon, finde ich, heraussticht. Komm, lass C nehmen. Ich finde das am wahrscheinlichsten von allem. Eigentlich ja. Was dagegen? Ja. Ich habe nichts dagegen. Ich bin dabei, aber hinten, die wissen es. Wenn wir es falsch machen, dann haben wir hinten. Pass auf, wir sagen jetzt C. Lass uns doch lieber. Und sobald es Ping gemacht hat, sollen die hinten oder okay, gut, das finde ich gut. Wer es weiß, okay. Also, wir nehmen C. Okay. Was war das denn? Was war das jetzt? Das war das jetzt ein A oder ein O? Das war so ein enttäuschtes Erleichtertsein. Das war so. Einwegschrauben gehören zu den Sicherheitsschrauben und werden im öffentlichen Raum zum Schutz vor Einbruch oder Vandalismus eingesetzt. Sie lassen sich mit einem Standard-Schlitzschraubendreher festziehen, aber nicht wieder lösen, da die Flanken des Schlitzes in der Linksrichtung abgeschrägt sind und der Schraubenzieher keinen Halt findet. Diese Art der Schraube wird auch als Einwegantrieb bezeichnet und benötigt spezielles Werkzeug mit zwei scharfkantigen Hartmetallstiften zur Demontage. Du brauchst einen Spezialschrauber, um wieder loszugehen. Wir schicken dir den Film noch mal zu. Ja, das völlig also falsch erklärt. Da ist doch aber dann nicht handelsüblich. Komplett falsch erklärt, genau. Es sind 500 Euro bei euch auf dem Konto. Warum habt ihr auch so ein Glück? Kann nicht wahr sein. Such dir gerne was aus. Völlig egal. Sport, ja. Was gelang bei einer Herren-Fußball-WM bisher nur der Nationalmannschaft der Schweiz? A. Sie gewann drei aufeinanderfolgende Partien im Elfmeterschießen. B. Sie absolvierte eine WM, ohne ein Gegentor zu kassieren. Oder C. Sie gewann alle ihre Gruppenspiele in Unterzahl. Also, ich weiß nicht, ich glaube mal gehört zu haben, dass die drei Partien im Elfmeterschießen gewonnen haben. Also vor allem, achso, es war bei einer WM, nicht bei einer EM. Weil diese EM haben sie doch auch extrem viele im Elfer gewonnen. Zumindest gegen. Ja, das frage ich mich gerade auch. Gegen Frankreich, glaube ich. Und dann. Bei einer Weltmeisterschaft. Weltmeisterschaft. WM. Ja, das war die. Also jetzt bei der letzten haben die auf jeden Fall zweimal hintereinander Elfmeterschießen gewonnen. Genau. Mhm. Aber das war ja eine EM. Das ist jetzt echt strange. Aber ich glaube, sie absolvierten eine WM, ohne ein Gegentor zu kassieren. Nur mal angenommen, die waren in der Vorgruppe. Das sind das drei Spiele. Ja, drei Punkte, dann kommst weiter und dann verlierst du im Elfmeterschießen nach einem 0-0. Das wäre möglich. Also dann kriegst du kein Tor, aber fällt es halt aus, weil gewonnen haben sie ja noch keine. Die Schweiz, ja. Alle Gruppenspiele in Unterzahl zu gewinnen. Das glaube ich auch, das glaube ich nicht. Und B ist ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen, ja, außergewöhnlicher als A. Das stimmt. Wollen wir es riskieren oder Publikum fragen? Aber wir haben beide das gleiche Bauchgefühl, ne? Schon, ne? B. Okay. Ja. Alexander, du hast die Sendung aber auch schon mal geguckt, ne? Ja. Ja. Die Schweizer Fußballnationalmannschaft schrieb bei der WM in Deutschland 2006 in doppelter Hinsicht Geschichte. In den Gruppenspielen spielte sie 0-0 gegen Frankreich, dann 2-0 gegen Togo und Südkorea. Im Achtelfinale stand es gegen die Ukraine nach Verlängerung 0-0. Im Elfmeterschießen verschossen die Schweizer alle Elfmeter und verloren 0-3.
Damit war die Schweiz das erste Team, das bei einem WM-Elfmeterschießen ohne eigenen Treffer blieb. Weil in der Spielstatistik Tore aus Elfmeterschießen nicht gewertet werden, war es auch das erste Team, das alle seine WM-Spiele ohne ein einziges Gegentor absolvierte. Bravo! Und die Null verschwindet und die 500 erscheint. Das erste Geld ist. Aber jetzt mal ziehen wir dann keine Punkte. Nächste Kategorie. Das Spiel habe ich gesehen gegen die Ukraine. Da war ich im Stadion. Habe ich Schweizer weinen sehen. Herzlichen Glückwunsch. So. Was hältst du denn von Mythen des Alltags? Immer gern gesehen. Mythen des Alltags. Ja. Das Sprichwort. Dreck reinigt den Magen. A. Stimmt, weil Dreck die Magenwände von Fremdkörpern befreit. B. Stimmt nur, wenn danach viel Wasser getrunken wird. Oder C. Stimmt nicht, denn Dreck hat keine säubernde Wirkung. Ja, also. Es ist ja nicht so, dass der Magen irgendwie tapeziert ist und dass da Sachen hängen bleiben. Ja, ich finde, das ist eine Schleimhaut. Also da schleimt's rum. Flüssigkeit hält den Magen sauber. Deswegen ist das natürlich Quatsch. Wobei ich es auch immer sage, wenn mir das Himbeereis runterfällt in den Kies und ich es dann einfach trotzdem esse. Stimmt nur, wenn nach viel Wasser getrunken wird. Ja, vielleicht könnte man, ich würde eher sagen, es reinigt den Darm. Also ich kann, ich würde auf jeden Fall A ausschließen. Du trinkst, du isst Dreck und dann hängt der da drin. Ja, Sand. Ne? Quatsch. Also ich glaube, was man da sagt, auch wenn man, was macht denn so, wenn man Kieselerde isst? Ganz, ist ja, die Frage ist das Dreck? Was ist denn überhaupt Dreck? Das ist doch, du fällst im Wald auf den Boden und hast eine Handvoll im Mund Erde. Und den schluckst du erstmal runter. Oder du lutschst an den Fingern oder sowas. Ja. Dreck ist doch... Dreck, der sauber macht, klingt ja wie alkoholfreies Bier. Das passt irgendwie nicht zusammen. Also Dreck ist nicht schlimm, aber Dreck macht nicht, macht, ist nicht was, immer Dreck. Was heißt das? Das heißt für uns wieder C. Ihr wisst, was ihr zu tun habt? Wir nehmen C. Auf eine Logik seid ihr nicht gekommen. Wenn es stimmen würde, wäre es ja kein Mythos. Dreck kann unter Umständen einen positiven Effekt auf den Menschen haben, weil das Immunsystem so auf verschiedene Erreger trainiert wird. Verschluckt Menschen Schmutz oder Sand, wird dieser als ungebetener Gast erkannt. Die Magensäure tötet Viren, Bakterien, Pilze oder Parasiten, die der Dreck enthält, sofort ab. Der Magen wird so vom Dreck gereinigt. Der Dreck an sich hat aber keinerlei reinigende Wirkung im Magen. Das Sprichwort Dreck reinigt den Magen stammt möglicherweise aus dem Altertum, in dem Mineralerden als heilsam galten. Kieselerde. €1.000 haben wir damit auch mal aufgeräumt. Mit diesem Mythos. Der Magen reinigt den Dreck. Was nehmen wir? Es ist zwar immer ein bisschen riskant, aber ich würde echt gern Musiker nehmen. Ja. Elton ist ja durchaus auch bewandert in diesem Thema. Ja, aber das sind hier immer ganz andere Fragen. Das ist ja. Was begann Queen-Mitbegründer Brian May mit 16 Jahren aus Motorradteilen und dem Holz eines alten Kamins zu bauen? A. Bett, das in der Serie Mr. Bean auftaucht. B. Elektrische Gitarre, die er bis heute spielt. Oder C. Trockenhaube, die über 40 Jahre im Salon seines Onkels stand. Oh Gott. Eine Gitarre wäre so einfach. Wär halt sehr einfach, ja. Aber wieder so einfach, dass es auch schon wieder Sinn macht. Für eine Gitarre brauchst du einen Körper, da brauchst du Saiten. Wo kriegst du die Seiten her aus einem Motorrad? Wenn es nur wirklich Motorradteile sind und die Holzteile, nichts anderes. Aus einem Seitenwagen? Oh Gott. Na, aber Gitarre, auf der er bis heute spielt, live spielt er nicht mit der. Nee, das habe ich auch noch nicht gesehen. Vielleicht so privat mal, aber so, okay. Nochmal, wo willst du die Seiten herkriegen? Den Körper kriegst du, also ich würde B ausschließen. Okay, ja. Ein Bett, das in der Serie auftaucht. Das heißt, da sind Metallstreben. Ja, Holz. Ja. Das mit der Bett macht fast am meisten Sinn, wenn es von der Zeit her zusammenpasst.
Ja, weil bei C, Trockenhaube. Okay, du hast einen Auspuff, da kann heiße Luft durch. Was machst du mit dem Holz, mit dem Ständer und dann, also ich finde, es kann eigentlich doch nur A sein. Ich bin mit dir bei A. Okay, dann nehmen wir A. Okay. Ich bin gespannt, wo da die Motorradteile angebaut sind. Das Gründungsmitglied der Rockband Queen, Brian May, wurde 1947 in der englischen Grafschaft Middlesex geboren. Bereits im jungen Alter zeigte er großes Interesse an Musik, doch die Familie konnte sich teure Instrumente nicht leisten. Deshalb beschloss Brian 1963, zusammen mit seinem Vater Harold, einem Elektroingenieur, eine elektrische Gitarre selbst zu bauen. Die Mays nutzten dabei alles, was im Haus aufzutreiben war, darunter die Ventilfeder eines Motorrads und das Holz eines 100 Jahre alten Kamins. Das entstandene Instrument begleitet Brian noch heute auf Tour und in Studio. Das hätten wir auch so daneben gelegen. Das wäre ja, zu einfach. Das ist das, wo ihr am Anfang wart. Ja. Es bleibt bei 500 Euro. Und Mensch, zum Glück ist das nicht passiert. So, ich wie bist du juristisch aktiv? Oder? Ach so, von wegen Einspruch. Ja. Oh Gott, das weiß ich. Wir nehmen es mal. Also, ja, Einspruch. Ich weiß. Einspruch? Ich habe schon Verträge gesehen und im Gericht gesessen. Wenn der Beifahrer beim Öffnen die Autotür an einer zu hohen Bordsteinkante beschädigt, kommt es für die Haftung darauf an, A, wie lange das Auto schon stand, B, ob es draußen dunkel oder hell ist oder C, ob es beim Ein- oder Aussteigen passiert ist. Das ist ja gut. Also, ich glaube, es ist C aus folgendem Grund. Wenn er das einsteigt, sind zwei verschiedene juristische Plätze sind. Ja. Wenn er, ich stehe mal auf und zeig's dir. Ja. Oh. Oh. So. Was da war. Ja. Bordsteinkante. Jawohl. So, jetzt komme ich dahin. Wenn ich jetzt einsteige, bin ich ja derjenige, der das Problem, die Bordsteinkante sieht. Genau. Und dann mache ich die Tür auf und stoß dagegen und dann bin ich es, der es verursacht. Genau, ziemlich doof. Umgekehrt, wenn ich jetzt als Beifahrer aussteige, du fährst ran, bist du dafür verantwortlich, wo du stehst. Wieso soll ich wissen, wo du stehst? Da müsstest du mir sagen, also du, da müsstest mir hier sagen, Vorsicht an der Bordsteinkante. Also greift die Privathaftpflicht von. Dann einmal greift die und einmal greift diese Versicherung. Das wäre meine. Du hast immer noch so drauf. Ja, das stimmt. Absolut. Nach all den Jahren, ne? Da gibt's nichts gegen zu sagen. Wir nehmen das. C. Wir nehmen C. Und was ist, wenn er das Auto geparkt hat, während da noch eine Solange niedrige Bordsteinkante war? Und dann ist es scheißegal, spielt für die Versicherung keine Rolle. Wenn der Beifahrer beim Öffnen der Autotür an eine hohe Bordsteinkante stößt, sind zwei Urteile richtungsweisend. 2020 urteilte das Amtsgericht Remscheid, dass ein Beifahrer, der beim Einsteigen die Tür gegen die Bordsteinkante stieß, zu 67% haftete. Er hätte beim Öffnen den hohen Bordstein erkennen können. Das Landgericht Wuppertal kam wiederum 2014 zu dem Schluss, dass der Fahrer 70% Haftung trägt, wenn der Beifahrer die Tür beim Aussteigen beschädigt. Denn der Fahrer bestimme den Halteort des Fahrzeugs. Es kommt bei der Höhe der Haftung somit darauf an, ob der Schaden beim Ein- oder Aussteigen passiert. Richtige Antwort. 1500 Euro. Nächste Kategorie. Lass mal den Supermarkt. Okay, ja. Ja. Was wird seit Februar 2022 auch in deutschen Supermärkten verkauft? A. Frische Tomaten ohne Stielansatz. B. Zwiebeln, die beim Schneiden keine Tränen verursachen. Oder C. Milch, die nicht überkocht. Keine Ahnung, aber vom Bauchgefühl her würde ich B sagen. Also frische Tomaten ohne Stielansatz, das heißt, selbst, also, wie wachsen die denn dann? Außerdem ist es, glaube ich, total egal, ob die dabei sind oder nicht. Also das wäre jetzt keine Schlagzeile wert. Oder? Ja, das kann sein, ja. Ja. Milch, die nicht überkocht, aber bei einer gewissen Temperatur kocht irgendwie alles über. So.
Genau. Ja. Und wenn ich die Milch bis zum Rand voll mache vom Topf und dann erhitze, dann kocht die auch über. Da kocht auch Wasser über, hast du recht, da kocht alles über. Wenn du dir aber bei der Zwiebel in den Finger schneidest, weinst du auch. Aber da verursacht die Zwiebel nicht die Tränen. Dann verursacht das Schneiden die Tränen. Da werden Messer verkauft, wo man seit nächstes Jahr, wo man nicht mehr weint, wenn man sich damit schneidet. Deswegen kann das sein, dass sie irgendeine Zwiebel gezüchtet haben, wo dieses komische Zeug nicht drin ist. Das verursacht das. Also das kann ich mir vorstellen. Also bei mir ist generell egal, was ich koche, bei mir weinen immer alle. Oh nein. Na dann. Müsste es B sein, oder? Müsste es B sein. Man muss nur ganz fest dran glauben. 30 Jahre Züchtungsarbeit stecken hinter diesem neuartigen Lebensmittel. Ein deutsches Chemieunternehmen entwickelte es zusammen mit der Ohio State University. Nun gibt es sie auch in deutschen Supermärkten, die tränenlose Zwiebel. Die Zwiebel sieht nicht anders aus als andere Gemüsezwiebeln. Sie enthält jedoch weniger Reizstoff und soll so beim Schneiden keine Tränen verursachen. Geschmacklich wird sie mit der Zeit der Lagerung eher süßer und milder statt schärfer. Hier steht 2000 Euro. Milch wäre lustig gewesen. Wir haben noch ein reichhaltiges Angebot. Was hältst du denn von total genial? Das ist so ein Haushaltstipp wie mit der Schraube. Von mir aus, wir haben einen Lauf. Dann machen wir, was wir wollen. Hauptsache am Ende haben wir Vive la France. Okay, dann lass uns das. Ja. Harte. Alte Brotreste lassen sich verwenden, um A. eine Kaffeemühle zu reinigen, B. Fenster streifenfrei zu trocknen oder C. Kartoffelkäfer aus dem Garten fernzuhalten. Also eine Kaffeemühle finde ich ja schon mal super. Die Idee. Was gibt es von einer Kaffeemühle zu reinigen, ehrlich gesagt? Naja. Das höchstens durch die Öle, ne? Zum Beispiel. Verschlammte, wenn man so will. Kaffee verrotzte Ding. Da muss man schon was reinmachen. Also üblicherweise macht man, wenn man die Feuchtigkeit raus haben will, zum Beispiel Reis rein oder sowas, weil das auch aufsaugt. So, Fensterstreifen frei zu trocknen halte ich, also das halte ich wirklich, also wenn du dein Fenster mit Streifen versehen willst, würde ich als Tipp harte alte Brotreste empfehlen. Aber der Kartoffelkäfer, finde ich, ist noch ein Geheimnis. Weil das ist... Wie viel Brotreste musst du in deinem Garten verteilen, damit der Kartoffelkäfer aus deinem... Willst du den dazwischen die ganzen Kartoffeln? Genau. Ich muss hier eine Tonne Brot aufbewahrt und nehme stattdessen nicht diese schöne 1,50 Euro kleine aus dem Baumarkt. Der Kartoffelkäfer. Kann ich mir total gut vorstellen. Ja, das wäre auch mein erster. Weil das nimmt die Öle mit, das nimmt Krümel mit, weil es fest ist, aber weil es gemacht wird, nimmt das. Ja. Ich bin dabei. Wir nehmen A. Das Mahlwerk einer Kaffeemühle ist meist schwer zu reinigen. Trockenes Brot kann helfen, indem es in kleinen Stücken hineingegeben und gemahlen wird. Das Brot reinigt das Mahlwerk und entfernt das abgelagerte Öl und den Kaffeestaub schonend. Die Mühle danach einfach ausschütten und die erreichbaren Teile abwischen. €2000. Funktioniert auch mit einer elektrischen Kaffeemühle, ne? Kann man mal ausprobieren. Ja. Und? Vive la France. Aber nur deswegen. Ja, als ich es ausgesprochen habe, habe ich es gewusst, dass es passiert. Ich wollte es dann noch nehmen. Da ging's. Was ist das Besondere an der französischen Zeitung La Bougie du Sapeur? A. Sie ist an Hunde gerichtet. B. Sie wird ausschließlich zum Einwickeln von Fisch genutzt. Oder C. Sie erscheint nur an Schalttagen. Sie wird ausschließlich zum Einwickeln von Fisch genutzt, würde ich jetzt vielleicht mal ausschließen. Weil, wäre das Besondere? Ein besonderes Material, aber dafür gibt es andere Sachen. Warum nicht nur normale Zeitung? Das würde ich ausschließen. Sie ist an Hunde gerichtet. Ja, wie an Hunde gerichtet? Verstehe ich. Ja, das ist eine gute Frage. Du liest das den Hunden vor oder es ist eine Zeitung für Hunde? Ich würde das ja direkt ans Publikum geben. Ja, sie ist an Hunde gerichtet. Vielleicht ist ja da jemand frankophil. Ja, wenn jemand das versteht.
fragen wir vielleicht wirklich das Publikum. Ja. Vielleicht kann wir Französisch. Vielleicht weiß es ja auch jemand. Ja. Das kann ja auch sein. Fragen wir das Publikum oder irgendjemand, was herleiten kann. Hat in Frankreich als Au-pair gearbeitet. Oder? Einer Französisch. Okay, wenn sich keiner meldet, müssen wir uns schnell entscheiden. Was? Oh, jetzt haben Sie doch zwei. Oh, noch einer. Okay. Ja, aber ja, bin glaube ich die Dame. Okay, alles klar, wir kommen mit dem Mikrofon. Eine Sekunde. Da kommt er. Der Thorsten, die Dame im Gestreiften in der Mitte. Wir dürfen gerne die Maske abnehmen. Hallo. Mit wem haben wir das Vergnügen? Ich bin Ingrid. Hallo Ingrid. No, woher kommen Sie? Aus Hamburg. Okay, haben Sie Frankreich-Erfahrung? Sprechen Sie Französisch? Nein, habe ich nicht. Ich habe mich jetzt auch nur gemeldet, weil sich keiner gemeldet hat. Sehr gut, Ingrid. Ne? Also ich würde A sagen, weil also ich weiß nicht mal, was Schalttage sind. Aha. Und die Fische schließe ich aus. Okay, also wir haben A festgehalten. Und das heißt übersetzt, die Kerze des Pioniers führt auch nicht direkt zur Lösung, oder? La Bougie du Sapeur ist eine humorvolle französische Zeitung, welche das erste Mal im Jahr 1980 herausgegeben wurde. Der Clou an der von zwei Freunden als Witz erfundenen Satirezeitung? Bislang gab es nur 11 Ausgaben, denn sie erscheint nur in Schaltjahren am 29. Februar und ist damit wohl die am seltensten erscheinende Zeitung der Welt. Der 29. Februar ist der Schalltag. Trotzdem Dankeschön. Erscheint immerhin eine Auflage von 200.000 Stück. Das ist schon eine Menge. Es bleibt bei 1.000 Euro. Und wir haben noch tierisch, Unterwasser, Fragezeichen und Damals. Okay. Ich sag, ich hätte Lust auf Damals. Damals. Ein Experiment des Physikers Otto Stern zum Nachweis von Atomen im Jahr 1922 war nur erfolgreich, weil A. er währenddessen Zigarren rauchte, B. seine Katze den ursprünglichen Versuchsaufbau zerstörte oder C. Niels Bohr versehentlich Kaffee auf seinen Unterlagen verschüttete. Also es gibt so Geschichten, wo Sachen verschüttet werden. Also bei C klingelt bei mir irgendwas, dass was verschüttet wurde und dass dann Dinge gesehen wurden oder... Das ist vor allem die einzige Antwort, die sich innerhalb eines Labors abspielt. Das würde bei A und B eher nicht der Fall sein. Also bei B wäre es natürlich, dass die waren natürlich jetzt damals nicht in Laboren wie heute. Die hatten dann irgendwie so ihre Unilabore und dann rannte da vielleicht auch mal eine Katze rum. Also ich weiß, dass das Zigarrerauchen in der Schachwelt schon im Jahrhundert zuvor abgeschafft wurde. Deswegen glaube ich nicht, dass im Labor da 1922 irgendwie auch schon... Ja, da ist wahrscheinlich die Idee mit dem Rauch, dass man dann irgendwas sieht. Ja, genau. Seine Katze den ursprünglichen Versuchsaufbau zerstörte. Das hieße, die ist dagegen gerannt, dann ist das umgekippt. Er hat das zu Hause gebaut, alles kacke. Die Katze läuft drüber und ich gehe mal ins Labor und mach's richtig. Also bei mir klingelt was bei C leider. Wissen vor 8 oder sowas. Es gibt nicht wenige Leute, die, wenn sie zu mir sagen, vor allem Herren, bei mir klingelt es irgendwie, wenn ich das sehe, kann ich nicht Nein sagen. Also ich bin geneigt, dir einfach zuzustimmen. Ich nehme es auf meine Kappe. Dabei habe ich gar keinen im Gegensatz zu dir. Nimmst es auf die Kappe. Nimm es auf die Kappe. C. Einfach. C. Ja? Ich verstehe. Nehmt ihr echt den Nils? Es ist schon passiert. Das sogenannte Stern-Gerlach-Experiment von 1922 der Physiker Otto Stern und Walter Gerlach war ein Meilenstein für die moderne Quantenphysik. Sie untersuchten die Richtungsimpulse von Atomen mithilfe von Silberteilchen. Laut späteren Aussagen von Stern wurden die Atome im Versuchsaufbau erst sichtbar, weil er währenddessen Zigarren rauchte. Stern ging davon aus, dass der enthaltene Schwefel das verwendete Silber in schwarzes Silbersulfid verwandelt hatte. Durch den Kontrast wurden die Bewegungen der Silberatome, ihr sogenannter Spin, erst sichtbar. Ja, kann passieren. Hätte es gewusst. Bleibt bei 2.000 Euro. Ihr könnt ein Stück rankommen. Nächste Kategorie. Also unter Wasser und tierisch ist, glaube ich, das Gleiche, weil da kommen mit Sicherheit Tiere vor. Deswegen lasse ich gerne die entscheiden, welche Tiere wir kriegen und würde jetzt das Fragezeichen nehmen. Passt.
Alexander, kann man verstehen, muss man nicht. Das Akronym SAGE A hilft bei einem Unfall, die richtigen Entscheidungen zu treffen. B beschreibt ein taktisches Sortieren von Spielkarten. Oder C ist ein Pendant zu MINT und beschreibt Berufsfelder. Ich sag mal so, ich habe keine Ahnung. Ich finde aber A als eine sehr wichtige Information. Und das wäre wahrscheinlich in dieser Sendung, wenn man das sieht, A. Jetzt weiß ich nicht, wie ich mich beim Unfall verhalten soll. Ja, aber das ist jetzt meine Denkweise. Ich habe keine Ahnung. Pendant ist was also Gegendings. Zumindest keine Ahnung warum, aber bietet mir irgendwie ein, das irgendwann einmal so gesehen zu haben. Sage gegen MINT, aber. Und da geht es ja auch wieder. Was sind denn auch wiederum Berufsfelder? Ich bin heute irgendwie nicht ganz auf der Höhe. Ist ein Pendant zu MINT und beschreibt Berufsfelder. Ich sag mal so, A ist auf jeden Fall eine sehr nützliche Information, die auch in dieser Sendung sehr gut passen würde. Mhm. C verstehe ich nicht. Und B, man sortiert doch, ist auch, jeder hat doch seine. Also, ich glaube auch, dass A stimmt. Also das. Kann ich noch sehen? Ist er noch ansprechbar? Hat er noch Gefühle oder und er fühlt ja so wie wir schon lange nichts mehr. Also sind wir bei A? Wir wollen, dass A richtig ist und dass jeder weiß, was man beim Unfall richtig machen muss. Ja. In dem A. Gutes Bauchgefühl. Okay. Ich weiß nicht, wie ich es euch sage. 2009 etablierte Ulrich Merkner, ein Professor der Technischen Hochschule Köln, SAGE, um soziale Berufe unter einem Dachbegriff zu vereinigen. Das Akronym steht für soziale Arbeit, Gesundheit und Pflege sowie Erziehung und Bildung. Der Dachbegriff soll helfen, die Anerkennung und Wahrnehmung dieser Berufe zu steigern und dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken. Dabei nahm sich Merkner ein Vorbild an MINT, das für die Bereiche Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik steht und bei Schülern Interesse für Fächer oder Berufe in diesen Feldern wecken soll. Also du hattest doch mal das Richtige gehört und zusammengebracht. Aber ja. Es bleibt bei 1.000 Euro. Eine Frage noch für beide Teams. So. Tierisch oder unter Wasser? Sollen die Tiere nass sein oder nicht? Nass. Unter Wasser. Um das Wachstum von Korallen zu beschleunigen, wird das sogenannte Bio-Rock-Verfahren angewandt, bei dem A. Lavabrocken über Riffen abgelassen werden, B. Stahlgitter auf dem Meeresboden unter Strom gesetzt werden oder C. düngende Korkwürfel in den Meeresgrund eingegraben werden. Oh. Bio-Rock. Das ist eine tolle Frage. Ja, klar, das sind alles tolle Fragen. Okay. Korallen zum Wachstum. Was brauchen die? Richtig. So. Mhm. Lavabrocken über Riffen abgelassen werden. Klingt total logisch, aber müssen es denn Lavabrocken sein? Die Idee ist ja, dass Lava sehr fruchtbarer Boden ist. Genau, so was Mäßiges hat. Korallen. Ist fruchtbar, weil er so Mineralien hat oder was ich. Weil da gibt es halt viel Oberfläche. Jetzt ist natürlich so, üblicherweise werden noch, um künstliche Korallenriffe zu bauen, werden noch irgendwie Schiffe versenkt und U-Bahnen da unten hingelegt. Weil sich an Zeug, weil sich an diesem Geäst das entsprechende Zeug zum Abbau. Weil das natürlich nicht nur für Korallen. Also würde es schon passen, dass man, wenn Lavabrocken wegen der hohen Oberfläche, aber das ist ja nicht jetzt nicht irgendwie wie Luftschokolade, oder? So luftig. Nee, die gehen, ich würde sagen, die gehen unter. Dann macht Stahlgitter eher, aber unter Strom, wieso unter Strom? Naja, beschleunigt das Wachstum von Korallen. Weil dann durch, keine Ahnung, eine Form von einem galvanischen Prozess Zeug dran hängen bleibt. Oder wie? Galvanischer Prozess, ist also, das... Nicht das ist so blödsinnig dahergeredet, dass aufgrund von Strom irgendwo was einem Leiter hängen bleibt. Mhm. Ja, das kann sein. Okay. Korkwürfel. Düngende Korkwürfel. Das heißt, ich habe Korkwürfel. Die grabe ich in den Meeresgrund. Also, das halte ich für. Es tut mir leid, dass ich das jetzt so formuliere, aber wirklich für Unsinn. Ja. Weil die Korallen ja eben nicht mit dem Meeresboden, das sind ja keine Pflanzen. Korallen haften ja an Dingen und dann, also wachsen die ja immer oben wieder drauf. Das sind ja Tiere. Das sind ja keine Pflanzen. Ja. Also wenn man deshalb würde ich C ausschließen. Ja, würde ich auch.
Ihr habt ja noch den Publikumsjoker. Also, ich würde bei die werden einfach die nicht rocken, meinen, die rocken jetzt den Korallenriffwachstum. Das ist die Frage, wollen die nur Korallen oder ganze Korallenriffe damit? Naja, also ich würde vom Gefühl nach A gehen. Ja. Wenn wir gleich dran sind, du würdest B sagen. Richtig? Nee, das nicht. Ich finde, mich irritiert das Biorock. Okay, und ihr seid dran. Es wäre nicht. Es meldet sich schon jemand. Schon und zwar sehr überzeugend. Ihr könnt aufhören. Ich wollte ja auch nur mal kurz die Maske abziehen. Macht schon einer mit. Ich wollte einfach nur mal durchatmen. Ich will das beenden. So, da kommt das Mikro. Hallo. Hallo, Michael. Aus Schweinfurt in Bayern. Okay, woher aus? Schweinfurt in Bayern. Okay, Michael, da müssen wir Platz einräumen. Ne? Ja. Michael, was machst du beruflich? Ich bin Polizist. Okay. Was für ein Bereich? Autobahnpolizei. Aha. Okay. Leider kein Straßenverkehr heute dabei. Okay. Ich bin bei B. Ich habe mal im Fernsehen was gesehen, dass da Korallen gezüchtet wurden und auf so kleine Gitter gespannt sind mit Strom. Kann ich mich zwar nicht erinnern, aber dass die alle auf so Eisengittern waren und drum, habe ich B gedacht. Alles klar. Von Anfang an habe ich das gesagt. Aber Michael, grüßen wir die Kolleginnen und Kollegen. Ja, was für ein Streckenabschnitt oder was für eine Autobahn? Auf der A7 bei Würzburg ist das Ganze. Gut. Alles klar. A7 Würzburg. Ich brauche nochmal den Namen und deine Telefonnummer. Michael hat mal was gesehen, sagt er. Aber du sagst, ich meine, wir haben ja darüber gesprochen. Um das Wachstum von Korallenriffen künstlich zu verbessern, wurde in den 1970ern das sogenannte Biorock-Verfahren entwickelt. Dabei werden Stahlgestelle auf den Meeresboden gelassen, durch die Gleichstrom geleitet wird. Der Gleichstrom sorgt für einen mineralischen Niederschlag auf dem Metallgerüst. Durch elektrochemische Prozesse bildet sich Kalkstein, der die bevorzugte Lebensgrundlage der Korallen ist. Auf der Kalkschicht werden Korallenteilchen befestigt, die im Laufe der Zeit zu einem Riff anwachsen. Michael! Richtige Antwort, Glückwunsch. Und damit 2500 Euro. Letzte Frage an Alexander Eder und Elton aus der Kategorie Tierisch. Wenn Orang-Utan-Mütter ihre Jungen zum Aufbruch auffordern wollen, A, täuschen sie ein leichtes Weinen vor, B, kratzen sie sich hörbar oder C, imitieren sie Laute von Sumatra-Kaninchen? Also, meisten Sinn macht A, aber das ist so einfach. Das ist irgendwie, das kommt mir zu einfach vor. Sie täuschen ein leichtes Weinen vor, nach dem Motto, kommt mal hierher, mir geht's nicht gut. Ja, das kann sein, aber... Ja, das mit der Gitarre kam auch zu einfach vor, also das stimmt auch. Also, wie soll man sich hörbar kratzen? Richtig, doch, das kann, du kannst dich laut kratzen. Ja, aber so laut. Nicht nur leicht, aber wenn du das... Es gibt schon einen Unterschied zwischen leises Kratzen und lautes Kratzen. Das Ding ist halt, Wein ist halt, sagt man halt immer, Tiere können nicht weinen. Deswegen ist meine Frage, was ist leichtes Weinen antäuschen? Ist es Schluchzen? Ist das ein bisschen Tränen? Also das ist so, was ist leichtes Weinen? Was ist das? Mhm. Und deswegen bin ich bei B. Also C, imitieren Laute von Sumatra-Kaninchen. Wie machen denn Kaninchen? Muck, 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 muck. Wie machen denn Kaninchen für... Und dann kommen die ganz schnell an. Also ich wäre bei B. Ja, ich vertraue dir. Ah, danke. Vor allem, weil wir die Frage richtig beantworten müssen. Aber ich würde B nehmen. Okay. Der Elton hat gestern auch wieder die ganze Nacht an unserer Tür gekratzt. Aber wir haben ihn nicht rausgelassen. Ein Anthropologie-Team der Universität Zürich untersuchte die Kommunikationsmethoden von wilden Orang-Utans auf Sumatra und stieß 2019 auf eine bisher unbekannte Geste. Mithilfe von Verhaltensstudien konnten sie zeigen, dass Orang-Utan-Mütter ihre Jungen mit lautem Kratzen zum Aufbruch auffordern. Diese audiovisuelle Aufforderung dient vor allem zur Koordination der Fortbewegung im Familienkreis. Ja, 1500 Euro, auch Borneo, da gibt es auch Utans, auch ein tolles Reiseziel. Ne? Okay. Wir schauen auf den Zwischenstand. Smudo und Bernhard haben 2500 Euro auf dem Konto. Alexander Eder und Elton haben 1500 Euro erspielt. Und so geht's jetzt ins Finale.
Die Kategorie, aus der die heutige Masterfrage kommt, ist Jahrestage. Wann ist Silvester? Beide Teams haben gesetzt. Hier ist die heutige Masterfrage. Was feierte am 1. Januar 2022 in Deutschland 50-jähriges Jubiläum? A. Die Parkuhr. B. Die Mehrwertsteuer. Oder C. Die koordinierte Weltzeit. Ihr habt 20 Sekunden. Ab jetzt! Beide Teams haben ihre Antwort eingeloggt, haben Geld gesetzt. Gleich sind wir zurück und dann gibt es die Entscheidung für diese heutige Sendung. Bleiben Sie bei uns. Herzlich willkommen zurück, meine Damen und Herren. Smudo ist bei uns. Es ist durchaus fantastisch gelaufen. 2500 Euro. Hat er mit Bernhard erspielt. Und auf der anderen Seite Alexander Eder, früherer The Voice-Schützling von Smudo, mittlerweile selber auf musikalischen Pfaden unterwegs. Gerade seine neue Single 7 Stunden erschienen am 1. April. Mit Elton waren es heute bisher 1500 Euro. Und ich habe beiden Teams gerade folgende Masterfrage gestellt. Was feierte am 1. Januar 2022 in Deutschland 50-jähriges Jubiläum? A. Die Parkuhr, B. Die Mehrwertsteuer oder C. Die koordinierte Weltzeit. Wie viel Geld wurde gesetzt? Smudo und Bernhard haben gesetzt. 544 Euro. Dem liegt offensichtlich System zugrunde. Alexander und Elton haben gesetzt. 500 Euro. Auf welche Antworten wurde getippt? Team Bernhard tippt auf. Antwort C. Team Elton tippt auf. Antwort C. Vor 54 Jahren, am 1. Januar 1968, eingeführt wurde die Mehrwertsteuer in ihrer heutigen Form. 1954, am 4. Januar, wurden in Duisburg die ersten Parkuhren Deutschlands aufgestellt. Und die UTC, die Universal Time Coordinated, zu Deutsch koordinierte Weltzeit, wurde am 1. Januar 1972 als Referenzzeit für die gesamte Welt eingeführt. Antwort C ist richtig. Aber Team Bernhard hat mehr Geld gewonnen. 3044 Euro. Und 3.044 Euro sind für jeden von euch 49 Euro und 10 Cent. Bitte gerne schön. Damit herzlichen Glückwunsch erstmal an euch alle. Und 49 Euro 10 Cent an unsere drei App-Mitspieler, die gewonnen haben. Vielen Dank fürs Mitspielen. Danke an unsere beiden Gäste, Alexander Eder und Smudo. Morgen die beiden Biathlon-Legenden Emil Svensson und Michi Greis bei uns zu Gast. Sollten Sie auf jeden Fall dabei sein. Morgen Abend sehen wir uns wieder. Danke an Bernhard und Elton. Schönen Abend noch hier im Ersten. Das war's für heute. Tschüss.